Hallo, moin moin und herzlich willkommen zurück, junge Dränger, zu Assassin's Creed Valhalla. Und willkommen zurück in Hrethnatorp, unserer Siedlung, dem Dorf der Krähen. Wir haben in der letzten Folge die Bäckerei gebaut und nun braucht unser lieber neuer Bäcker Hilfe bei uns. Er hat Säcke bestellt und braucht Hilfe beim Transport und da sind wir natürlich die Richtigen. Wir werden ihm selbstverständlich helfen, zumal ich darauf aus bin, mit ihm eine Romanze zu starten. Die erste in diesem Spiel, die erste richtige und ich bin gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Also, nicht lang schnacken, los geht's. Ich helfe immer gern. Welche Erleichterung. Ich hatte Angst, Holmgerd zu fragen. Na gut. Und damit haben wir die erste Kernherausforderung abgeschlossen. Was? Wie kommt denn das? Okay, mal gucken. Torbjörn, was hat dich zu unserem Clan geführt? Allein dein Ruf. Mir kam zu Ohren, dass eine Horde trinkender, vom Kampf gezeichneter Krieger ans Ufer gespült wurde. Es hieß, ihr hättet euch in Mercia niedergelassen und dass ihr alle Taugenichtse und Vagabunden bei euch aufnehmen würdet. Und das fandest du ansprechend? Aber ja, und wie? Ich war schon immer ein Herumtreiber. Der Gedanke, mich einer Horde Raufbolde anzuschließen, gefiel mir. Und als Bäcker war ich mir sicher, dass meine Fähigkeiten Anklang finden. Oh, ups. Ja gut, ich glaube, wir mussten gar nicht darauf. Eivor, wie schön, dich hier zu sehen. Ah, Valka! Okay, Valka ist angekommen. Die werden wir auch noch begrüßen. Warte mal, wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin? Ach, hier müssen wir hin. Sag das doch, Kind! Ich segel hier erstmal voll in die falsche Richtung. Geht gut los heute. Und ich habe das Gefühl, er ist jetzt schon so ein bisschen flirty unterwegs. Mal sehen, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Unterhalte dich mit uns, bitte. Na los, rede mit mir. Ich möchte mehr über dich erfahren, wenn ich schon eine Romanze mit dir beginnen möchte. Übrigens auch eine ziemlich gute Mechanik in diesem Spiel. Man braucht Bei einfach nur... Bei unserem Treffen hätte ich dich nie für einen Bäcker gehalten. Du siehst eher aus wie jemand, der gern eine Axt schwingt. Das höre ich des Öfteren. Aber Backen ist dein einziges Handwerk, oder? Ich habe es immer geliebt, ja. Und ich war schon immer gut darin. Doch wenn ich keine Arbeit am Ofen finde, verdinge ich mich mit vielerlei anderen Sachen. Solange ich nur mit den Händen arbeiten kann. Tja... Das haben wir wohl gemein. Mit den Händen arbeite ich auch sehr gerne. Eine Frage, Eivor. Du hast ein Kämpferherz. Die Schlacht liegt dir im Blut. Doch wenn du damit aufhören könntest, was würdest du tun? Das ist die falsche Frage. Ich könnte jederzeit aufhören. Doch dann würde ich mein wahres Wesen verleugnen. Ich denke, du meinst, was würde ich tun, wenn ich nicht mehr kämpfen kann? Nein, du hast mir die Antwort gegeben, nach der ich gesucht habe. Du hast deine Bestimmung gefunden. Das ist ein seltenes Glück. Und du hast deines gefunden. Ein Bäcker und eine Schildmaid. Ich weiß nicht, ob das passt. So, kann ich hier nicht theoretisch... Ja, ich sehe euch. Was kann ich... Du bist es. Was suchst du hier in Mercia? Ich kaufe Getreide. Für 30 Silber, wenn du so viel entbehren kannst. Das Geld habe ich dabei. Gut. In Ordnung. Nimm dir, was du brauchst und dann verschwinde. Das sollte genügen. Herzlichen Dank. Gerne. Und du, du passt gut auf dich auf, ja? Was war das? Was war das, mein Freund? Erzähl mir das, bitte. Kannst du mir das erklären? Nein, 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 nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Wir wollen da hinten hin. Da wollen wir lang.
Kaufst du öfter bei ihm? Er schien etwas überrascht, dich zu sehen. Ach ja. Nun ja, vielleicht kennt ihr jemanden, der mir ähnelt. Hier gibt es schließlich allerhand große, bärtige Männer. Nicht wahr? Das kann gut sein. Der kann sie wahrscheinlich alle nicht auseinanderhalten. Ist ja ganz oft so. Die Leute aus China und Japan, die können mit den Europäern ja auch nicht so viel anfangen und verwechseln die auch immer. Schon spannend. Noch einmal zu deiner Frage, was ich tun würde, wenn ich nicht mehr kämpfen könnte. Ich wollte dich dasselbe fragen. Wolltest du schon immer Brote backen? Was ist falsch daran, Brot backen zu wollen? Die Römer und Ägypter haben auch Brot gebacken. Es ist ein ehrenwertes Handwerk. Doch ist es deine Berufung? Ich bin berufen, die Menschen zu ernähren, glaube ich. Mich um die Menschen zu kümmern, die sich um mich kümmern. Das bringt mir Freude. Wenn du es so sagst, klingt es äußerst großmütig. Ich würde es nicht Großmut nennen. Es lässt mich morgens aus dem Bett aufstehen und den ganzen Tag ein Ziel vor Augen haben. Er ist schon ganz süß. Aber ich weiß nicht, ob er so gut zu uns passen würde. Zumindest in der Theorie. Brauchst du noch Hilfe? Oh nein, keineswegs. Den Rest schaffe ich selbst. Ich bringe es nur hinein und stelle es irgendwo ab. Na gut, es war mir eine Freude, mit dir zu plaudern, Torbjörn. Eine willkommene Abwechslung. Ebenso, Eivor. Hab Dank für deine Hilfe. Sehr gerne, mein Freund. Können wir noch eine Quest machen mit ihm? Sieht gerade nicht so aus. Ah, wir können ja mal mit den Neuankömmlingen sprechen. Was bedeutet zum Beispiel mit unserer lieben Seherfreundin Valka, die wir eben nur ganz kurz gesehen haben. Schön, dass sie hier ist. Aber ihre Mutter ist nicht dabei. Heißt das, ihre Mutter hat es nicht geschafft? Meine Güte, es fühlt sich nach einer Ewigkeit an. Valka, liebe Valka, du bist mir sehr willkommen. Geht es dir gut? Besser als gut. Ich bin hier. Und deiner Mutter? Meine Mutter hat ihren Frieden gefunden. Oh Gott. Sie wandelt von nun an durch eine Welt, die man nur in Träumen sieht. Das können wir uns alle nur wünschen. In der Tat. Komm. Wie war die Reise? Belebend. Die Wellen und der Wind waren uns vom Beginn an gewogen. Wir flogen wie die Vögel der See. Und wie geht es dir? Trotz deines ruhigen Blicks sehe ich ein wärmendes Leuchten in deinen Augen. Vielleicht ist es Hoffnung. Unsere Siedlung wächst, die Menschen sind glücklich. Und ich freue mich auf die Zukunft. Und deine Visionen? Sie kommen und gehen. Aber lassen wir das. Lass mich dir mit deinen Sachen helfen. Hier lang. Wir haben am Fuß des Hangs einen Platz für dich gefunden. Auf unserer Reise habe ich immer wieder versucht, mir diesen Ort vorzustellen. Und kommt er dem nahe? Ich sah die Bäume und das Wasser und den steinigen Hügel. Aber es ist alles so viel grüner. Die Farben sind herrlich und beruhigend. Ein Segen für meine Augen. Valka! Bei den Göttern, was führt dich hierher? Ich hoffe, auf der Siedlung liegt kein Fluch. Ha! Gestraft ist diese Siedlung allein mit einem rüpelhaften Schmied. Nicht oft reist man über das Meer und findet am Ende ein Zuhause. Es ist überwältigend. Es sprüht vor Leben. Siehst du große Dinge in unserer Zukunft? Ich muss es nicht sehen. Ich fühle es. Ach, so wird man noch gerne begrüßt. Bist du es, Valka? Du hast dir aber Zeit gelassen. Ich wollte sicher gehen, dass alles bereit ist. Wir müssen reden, Randvi, sobald ich ausgepackt habe. Wenn mir vorher nicht die Arme abfallen. Was ist das alles? Meine schwersten Zutaten natürlich. Blei, Wahlknochen, Gold. Ach. Spann sie nur für deine Arbeit ein. Das wird dir gut tun. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, jetzt ist sie weg. Und an dieser fremden Küste ein neues Leben aufgebaut. Bist du zufrieden? Ja,
Zu wissen, dass ich diesen Ort aufgebaut und die Menschen geschützt habe, ist ein Geschenk. Deine Antwort bezieht sich vor allem auf dich selbst. Das sagt mehr über dich, als du vielleicht denkst. Cyber Eivor, ab Meliora. Guten Tag. Wer war das denn? Octavian, ein seltsamer Mann. Du wirst ihn sicher mögen. Siehst du, dein Zuhause ist gleich da vorn. Erzähl mir von deinen Visionen. Sie sind, wie sie immer waren. Bis darauf, dass sie sich klarer anfühlen, hat sich nichts verändert. Mit jeder Vision fühlt sich das, was ich sehe, weniger nach einem Traum und mehr nach Erinnerungen an. Und erscheint dir noch immer der Altvater? Manchmal tut er das, ja. Er redet mit mir, aber es laut auszusprechen, fühlt sich verrückt an. Ich verstehe. Du kannst die Sachen dort abstellen. Danke. Oh, das ist ein schöner Ort. Also hier würde ich auch gern wohnen. Und da wären wir. Schön, wie du es sagtest. Sobald ich mich eingerichtet habe, können wir uns deinen Visionen zuwenden. Valka, bitte. Du wurdest berührt, Eivor. Du empfängst göttliche Botschaften. Lass mich dir helfen. Vielleicht könnten wir mit einem Trank die Tür deines Geistes zum Reich der Götter öffnen und deine Visionen vom Nebel befreien. Wenn du denkst, dass es hilft, ich kann dein Haus alleine bauen. Gib mir nur etwas Zeit. Dafür wäre ich dir sehr dankbar, Eivor. Natürlich. Und willkommen zu Hause. Gut, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Natürlich könnten wir jetzt ihr Haus bauen. Aber wir haben ja generell noch so ein paar mehr Anliegen, die wir machen können. Wir müssen auf jeden Fall noch mit Randvi sprechen. Dann müssen wir nämlich die nächste Quest machen, hier in Granta Brischge. Ich bin richtig toll in sowas mit Sprechen und Aussprechen und so. Dass wir die ebenfalls zu unseren Verbündeten kriegen können. Dann habe ich zwei Briefe gefunden. Und zwar ist das ein Biest aus der Unterwelt. Es geht um die Legende von Beowulf. Und zusätzlich haben wir dann auch noch den geheimnisvollen Berserker. Das heißt, da hätten wir eventuell noch zwei tapfere Krieger für unser Heer. Jetzt nicht wirklich, aber zumindest eventuell auch für unsere Siedlung. Gut, was könnten wir noch so bauen? Wird wirklich immer größer und immer schöner. Sie kennen wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Oh, das ist aber gemütlich hier. Da würde ich auch wohnen. So, was ist das hier? Getreidehof. Die Bewohner dieses Gehöfts bauen das Korn der Siedlung an und fahren die Ernte ein. Verbessert die Festmahlstärkung. Boah, aber 60... Nee, 60 möchte ich da eigentlich nicht für ausgeben. Das möchte ich ungern ausgeben. Wer bist denn du? Viehhof. Ein von einer Familie betriebener Viehhof. Verbessert die Festmahlstärkung. Ebenfalls 60. Ich bin ja momentan noch so ein bisschen knauserig, was die Vorräte angeht. Weil gerade das Rohmaterial, das kriegt man echt nicht so schnell zusammen. Hatte ich mit dir schon mal gesprochen? Offensichtlich nicht. Erzähl mir, was du hier tust. Ich habe dieses wundervolle Land bereist und allerlei Geheimnisse und spannende Orte gefunden. Für etwas Geld teile ich mein Wissen. Wenn du Zugang zu meinen Karten willst, brauche ich Zugang zu einer Werkstatt. Vielleicht könntest du mir was bauen? Nö. Nun muss ich gehen. Auf bald. Dir einen guten Tag. Finde ich jetzt nicht als so wichtig. Da würde ich sogar fast sagen, wir bauen erstmal die Jägerhütte, von der ich schon sprach. Wir haben jetzt eine Fischerei, wir haben eine Bäckerei. Aber wir machen was für unser Langschiff. Langschiff ist natürlich auch wichtig, aber Jägerhandwerk? Ach, Kinder, es gibt hier so viel Auswahl. Komm, bauen wir erstmal den Jäger. Ist das der Jäger? Nee, es ist die Brauerei. Brauerei ist aber auch wichtig. Ach Gott! Nein, machen wir erstmal den inneren Kern fertig. Das, was wir von Anfang an schon hätten bauen können. Und da gehört der Jäger nun mal mit zu. Also, auf wie.
Vielen Dank. Egal ob Fell, Fleisch oder Knochen, bei uns gibt es von allem nur das Beste. Und falls du auf die Jagd gehen willst, bring uns deine Beute. Wir werden die Bälge und Schädel für dich herrichten. Oh ja, ich hänge Petras Siegeszeichen seit vielen Jahren auf und sie ist eine anspruchsvolle Frau. In allen Dingen. Gut zu wissen. Viel Freude mit eurem neuen Heim. Eivor, du siehst aus wie jemand mit einer Neigung für Siegeszeichen. Ich schätze jeden Sieg, doch ich behalte nur selten ein Andenken. Deine Waffen zieren die Male großer Schlachten. Auch in deinem Gang ist jeder deiner Triumphe deutlich zu erkennen. Oder irre ich? Keinesfalls. Warum fragst du? Ach, es geht natürlich um unser Handwerk. Werch ist der beste Gerber und Kirschner in ganz Englerland. Wenn du willst, dass deine glorreichen Jagderfolge deinen Tod überdauern, solltest du Siegeszeichen daraus machen lassen. Wenn du eine seltene und würdige Kreatur bezwingst, bring sie zu uns. Wir bereiten sie für dich auf. Eine gute Idee. Andenken, um das Langhaus zu schmücken. Vielen Dank, Petra. Oh, hättest du noch einen Augenblick, bevor du gehst? Für einen kleinen Gefallen? Ich bin ganz Ohr. Sprich weiter. Seit einigen Tagen höre ich jeden Abend das Geheul eines Wolfsrudels am Rand unseres Waldes hier. Ohne unser Eingreifen könnten sie das ganze Wild reißen. Und wer weiß, wenn die Hirsche tot sind, gehen sie vielleicht auf uns los. Du meinst, wir sollten sie verjagen? Ich würde sie alle erlegen. Nur mit deiner Erlaubnis, versteht sich. Und mit deiner Hilfe, wenn du Zeit hast. Eine gute Idee. Ich schließe mich dir an. Gut. Ein Wolfsrudel sollten wir keinesfalls unterschätzen. Gehen wir. Hier entlang. Zuletzt habe ich sie auf diesem Hügel gesehen. Geh vor. Ich folge dir. Alles klar. Die Lage unserer Siedlung ist hervorragend. Der Boden gut und alle Tiere sind gesund und vielzählig. Aber Wölfe sind eine Gefahr. Vielleicht sind die Ragnarssons deshalb weitergezogen. Die Menschen störten das Gleichgewicht der Natur und die Natur schlug zurück. Indem sie uns angriff. Ein Wolf tut, was er tun muss. Sie wurden vertrieben und sind nun zurückgekehrt. Gut. Komm hier lang. Oh, entschuldige bitte. Ich dachte schon, ich renne vor und mache es einfach gut. Ha. Oh. Sieh mal, Brotkrumen und Essensreste. Sie müssen sich an Torbjörns Laden bedient haben. Oder an einem Tisch in der Siedlung. Du hast von dort aus die Brotkrumen erkannt? Sie stechen doch deutlich aus Gras und Erde hervor. Sieh doch. Was? Komm, hier lang. Ah, riechst du das? Ein männlicher Wolf. Er markiert sein Revier und hält so die Rivalen fern. Woher weißt du, dass es ein Rüde ist? Der Geruch ist anders. Das lernt man mit der Zeit. Gute Jägerin. Wie wurdest du zu einer so guten Fährtenleserin? Ich stamme aus einer Jägerfamilie aus einem Gebiet im Osten, das du noch nie bereist hast, würde ich behaupten. Doch ich lebe schon fast mein ganzes Leben in Englerland. Hier haben wir auch Werch gefunden. Ihr seid Geschwister, so wie Sigurd und ich es sind. Verbunden durch Ehre, nicht durch Blut. Ja, meine Mutter hat immer gern erzählt, wie wir Werch fanden. Als Säugling im Wald ausgesetzt. Wir nahmen ihn zu uns. Sieh mal. Die Wölfe haben ein Tier gerissen. Sie sind in der Nähe. Aber was das war? Sie müssen das arme Wesen fortgezerrt haben. Wir kommen näher. Ah, hier ist der Kadaver. Ah, siehst du diese Bissspuren am Kadaver? Sie sind anders. Das war ein Rudel, kein einzelnes Tier. Ganz genau. Suchen wir weiter. Also, fand deine Familie Welch in den Wäldern? Wir zogen gerade durch das Dickicht, als ich einen weißen Hirsch vor uns entdeckte. Ich verfolgte ihn in der Hoffnung, ihn zu erlegen. Ich verlor ihn auf einer Lichtung, doch auf dem Boden fand ich einen winzigen Säugling. Unseren kleinen Welch, gewickelt und ganz allein. Ah, sieh nur, diese Spuren im Gras. Hier schliefen sie. Ich bin beeindruckt, Petra. Du hast eine Gabe. Noch hast du nichts davon gesehen. Okay, weiter. Du sahst also einen weißen Hirsch. Und der führte dich zu Welch? Ganz genau. Es war Schicksal. Wir nahmen ihn mit und päppelten ihn auf. Ich war damals selbst noch ein junges Mädchen. Und von diesem Tag an wurden wir als Bruder und Schwester großgezogen. Okay. Diese Beute ist frisch. Sie sind nah genug dran, um uns zu hören. Das sind einige. Sie sind wahrscheinlich vor kurzem erst geflüchtet. Das sind wirklich einige. Hilfe!
Wir haben unsere Wölfe wohl gefunden. Hey du, bring dich in Sicherheit. Eivor, komm mit. Beenden wir das. Ich stehe dir bei. Das ist auch sehr, sehr spannend. Wenn Schafe loslaufen, dann haben die Wölfe so einen inneren Trieb. Schrei nicht so rum! So einen inneren Trieb zu reißen. Auch wenn sie nicht alle fressen, aber... Au! Okay. Was haben wir gleich? Petra macht das gut. So. Geschafft. Das sollten alle gewesen sein. Oh, danke. Ich danke euch. Euch beiden. Hey, voll gerne. Geht es dir gut? Waren das deine Schafe? Mein Gott, das waren sie. Sie waren alles, was ich noch besaß. Diese armen Tiere hatten keine Chance. Vor ein paar Monaten verlor ich meine Kühe. Jetzt auch noch die Schafe. Was für ein armseliger Bauer ich doch bin. Oh. Das tut mir wirklich leid. Die Wölfe sind fort. Wage einen Neuanfang. Ohne den Segen der Götter werde ich scheitern. Aber ich werde es versuchen. Dir bleibt noch dein Leben, Bauer. Damit allein kannst du stets neu beginnen. Eivor, warte. Ich hab was gehört. Was? Ich... Gottgütiger! Vorne! Rohesia! Meine Schätzchen! Ihr seid am Leben! Ach, kommt her, meine teuren Engel! Am Ende wird alles gut. Das war großartig, Eivor. Du jagst fast so gut, wie du kämpfst. Gib mir ein paar Wochen und ich lese Fährten ebenso gut wie du. Oder besser. Es wäre mir ein Vergnügen, dir zu helfen. Das hat mir gefallen, Petra. Zögere nicht, mich aufzusuchen, wenn du erneut auf Bestienjagd gehst. Du sollst zuerst davon erfahren, Eivor. Bis bald. Bis bald, meine Liebe. So. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich gerade sehe, dass meine Kamera extrem zurückhängt und weil ich ebenfalls sehe, dass wir ganz viele übersprungene Frames haben. Und ich weiß nicht, wo die herkommen. Wir haben das Programm gerade erst neu aufgesetzt. Ich habe ja einen neuen Computer bekommen. Also wenn dieser Part hier extrem viele Ruckler aufweist, dann tut es mir sehr, sehr leid. Ich werde gleich mal gucken, ob ich das Problem irgendwie beheben kann. Oder ob man überhaupt was davon sieht. Zwischendurch hängt das Spiel nämlich auch gerade bei diesen Animus-Sequenzen. Das kriegt mein PC irgendwie nicht so ganz gebacken. Aber mal sehen. Gut, wir haben uns mit Petra jetzt angefreundet, haben die Wölfe eliminiert. Wir haben Valka willkommen geheißen in unserem Dorf der Krähen. Und ansonsten müssen wir mal schauen, was wir hier noch so machen können. Ich glaube, wir haben momentan nicht mehr genug Rohmaterial. Das ist sehr bedauerlich. Also wenn ihr theoretisch ein schöner Geruch liegt in der Luft, einen Tipp habt, wo ich am besten noch Rohmaterialien farmen kann, dann immer raus damit. Auch wenn ich glaube, dass ich diesen Part hier erst veröffentliche, wenn ich sowieso mit diesem Spiel hier durch bin. Aber was soll's, fürs nächste Mal, dass es eventuell ein bisschen schneller geht. Ich würde sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle mit 11 übersprungenen Frame-Sequenzen von jeweils 68%. Herzlichen Glückwunsch. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, nichts ist wahr, alles ist erlaubt.